Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir reden in dieser Folge mit Sekuli. Das ist eine tolle Aussicht, eine nützliche Perspektive. Wie flüchtig wir sind, wenn die Welt so groß ist. Von hier sieht man, wie das Licht langsam über das Land zieht. Ständig wechselnd. Es ist lehrreich. Unsere Spuren schwinden. Diese Einstellung klingt recht düster für eine Malerin. Kennst wohl nicht viele Künstler, oder? Sangesgrund braucht neue Sagen. Ich habe diesen Stein bereinigt als Neuanfang. Doch sowas braucht neue Farben. Frische Pigmente. Ganz einzigartige. Urea sagt, du kannst mir beim Vera Geltung verschaffen. Urea ist etwas merkwürdig. Aber ich trank in einem Schneesturm mal Farbe, also sag ich nichts. Ich werde dir helfen, wenn du mir die Pigmente bringst, die ich benötige. Warst du schon immer Malerin? Ich habe immer gemalt. Aber ich wurde erst Malerin, als man mich aus Ban-Ur vertrieb. Da oben überdauern die Zeichen. Sie übermalen dieselben Linien, mit denselben Farben, immer aufs Neue. Als Kind habe ich sie zur Übung nachgemalt. Mit der Zeit bekümmerte mich ihre Vertrautheit. Wir, die Banuk, könnten genauso gut im Eis feststecken. Wir sehen lebendig aus, aber bewegen uns nicht. Pigmente tauschen. Okay, das ist nicht möglich. Aufgabe erstellen. Soll die Aufgabe jetzt deine Quest, aktive Quest werden? Nee, nicht wirklich. Du und Urea seid Freunde. Urea sagt, ihr werdet Freunde. Ich male jetzt, was ich fühle, nicht über die Vergangenheit. Urea verstand es. Die meisten Banuk nicht. Ich wäre verbannt worden, wenn ich dank ihr nicht in Arataks Vera gedurft hätte. Diese Pigmente für dich, wo finde ich sie? Salze sammeln sich am Rand von Geysiren und heißen Quellen. Kristalle hängen an Steinen und Klippen. Die Banuk-Felsmalereien sind beeindruckend, aber du fragst nach ihrer Bedeutung. Das ist zwar die falsche Frage, aber von mir aus. Manche sind ein Ruf an die Maschinen, diese heiligen Formen auf den Metallhüllen oder bei Brutstätten. Erhören die Maschinen den Ruf? Ich weiß nicht. Andere wie meine sind für den Stamm. Wie eine Inspiration oder Weissagung. Manchmal hören sogar die Männer zu, wenn das Bild laut genug ist. Ich schaue, was ich finden kann. Such die strahlendsten raus. Ein plötzlicher Farbtupfer im Schnee, Fels oder Metall. Schon das belohnt einen. Aber ich belohne dich auch. Okay. Okay, Pigmente, Belohnungskiste 1. Helles Salz, mittleres Salz, dunkles Salz. Okay, wo muss ich denn hin dazu? Das sieht doch fast so aus, als ob ich da irgendwas finde, oder? Wo soll ich das denn herkriegen? Oh Mann. Du kannst gerne zuhören und etwas lernen, Fremde. Vielleicht gefällt dir, was du hörst. Tja, könnte Sekuli ihre Zeit nicht mit Fischen, Färben oder Jagen verbringen? Wozu sollen ihre Gemälde gut sein? Pigmente, helles Salz. Boah, wie... Kriege ich das denn jetzt schon wieder hin? Spezialobjekte, Munition, Nebenquest für den Verak. Muss ich ja doch das machen. Reparierung bringe den Langhals. Räume das Lager der Bandit, schieße die Prüfung der Jagdgebiet ab, sammle Pigmente und bringe sie zu Sekul. Sammle Rohstoffe und halte Pigmente. Boah. Das ist natürlich krass. Das ist das Banditenlager. Wie komme ich denn am besten da hin? Von hier aus, ne? Okay, vielleicht mache ich erst was mit dem Banditenlager. Ich weiß es nicht. Ich habe mit den Pigmenten... Wo soll ich denn die sammeln an... Die Sommersonne.
wie sie durch die Bäume hindurch scheint. Sammle Pigmente und bring sie Sakuri. Jagdgebiet. Räume das Lager der Banditen. Okay, vielleicht sollte ich das mit dem Lager machen. Dann muss ich hier nach rechts. Und dann den Weg weiter folgen. Oh Mann, das wird heftig. Soll ich jetzt hier die schneebedeckten Gipfel einfach so alleine erklimmen? Ich bin zumindest scheinbar auf dem richtigen Weg. Okay, gut. Na, dann machen wir vielleicht das Banditenlager. Dann machen wir das mit dem Banditenlager vielleicht zuerst. Vielleicht muss ich das auch der Reihenfolge nach machen. Erst Banditenlager, dann jagen. Und dann bekomme ich vielleicht auch die Pigmente. Ich weiß es nicht. Ui, Eichhörnchen quer durch den Schnee. Sehr schön. Wie Aloy rennt hier, wenn sie durch den Schnee stapft. Das ist schon krass. So, das Lagerfeuer gehört uns. Ich muss aber jetzt hier weiter auf dem Weg bleiben. Da laufe ich wahrscheinlich besser. Okay, das sind zumindest keine Gegner. Hier ist schon wieder so ein hässlicher Turm, den ich überbrücken kann. Okay, Moment. Komm schon. Ach du Scheiße, das werde ich nicht schaffen, ne? Ich brenne, ja. Großartig. Okay, der Turm gehört uns. Aber ich will ja gegen die nicht kämpfen. Okay, wenn ich auf die einen Tank schieße, dann explodieren die. Okay. Okay. Puh. Oh Mann, das ist schon krass. Das ist schon krass, aber ich muss hier auf jeden Fall ein bisschen Lebenskräuter sammeln. Und hier sind noch mehr Maschinen. Toll. Hier ist das nächste Lagerfeuer. Okay. Hier ist auch nur so ein Tümpel. Vielleicht kriege ich hier irgendwo die Pigmente her. Ich kann mich entspannen. Aber hier sehe ich nichts. Ich muss am besten zum Banditenlager. Das ist vielleicht einfacher. Wer hat denn jetzt geschossen? Meine Güte. Du stehst nicht wieder auf. Ihre Helme sind zu stark gepanzert.
Okay. Wer schießt denn hier mit Feuer? Der ist ein Mistvieh. Okay. Keine Munition, Mann, großartig. Kopf runter und Klappe halten. Okay. Soll das Banditenlager räumen? Moment, wenn ich da mit Feuer dagegen ballere. Liegt das doch in der Luft hier, oder? Sie ist da entlang. Wer ist hier entlang? Okay. Die haben so ein Fett. Banditen sind nicht subtil. Sie auszuschalten würde ein ganz anderes Signal setzen. Töte den Banditenanführer. Okay. Das heißt, hier gibt es noch ein paar mehr Banditen. Das Signal wird Verstärkung rufen, wenn es ausgelöst wird. Das war's, kein Signal. Komm. Okay, das ist kaputt. Sehr schön. Okay, also gegen Brand können sie gar nichts machen. Sehr gut. Das Lagerfeuer kann ich jetzt nicht benutzen, weil ich mitten im Kampf bin. Okay. Okay, ich soll den Banditenanführer immer noch killen. Das sollte ich eigentlich hinkriegen. Okay, wo treibt der sich denn jetzt rum? Der hat doch bestimmt noch mit Maschinen zu tun, oder? Oh mein Gott, der hat wieder eine Waffe. War ja klar. Riecht friedlich. Ich hasse Frieden. Viele Menschen sterben friedlich. Ich nicht. Mir schwant etwas. Durchsucht das Lager. Seht unter jedem Stein nach und schaut, was darunter hervorkriecht. Ist ein Anfang. Okay, dann wollen wir mal. Okay. Ich mach dich. Ja. Ich darf nicht selber im Feuer stehen, ja. Okay. Jetzt haben wir nur noch den Kollegen. Komm, brenne. Verbrenne und sterb endlich.
anzünden können. Okay, gut. Die Feuerwaffe der Osseram könnte nützlich sein. So, Banditenlager in Steinfall. Das gehört wieder uns. Sogar einen Fähigkeitspunkt und Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Cooles Bild. Der Vera gefällt bald, dass ich das Banditenlager zerstört habe. Ich wette, man kennt mich schon in ganz Sangesgrund. Zeit, Aratak herauszufordern. Okay. Mhm. Geh nach Sangesgrund. Das war's wohl jetzt schon. Wohl nichts mehr mit Pigmente hier. Okay. Das ist natürlich okay. Das, wie gesagt, Lagerfeuer habe ich ja. Ah, das eine habe ich noch nicht aktiviert, ja. Da muss ich mal gucken, dass ich das noch. Was sie auch tun, sie tun es mit Leidenschaft. Okay. Wow. Okay. Was ist denn das Lagerfeuer hier? Hier unten. Hier unten ist das Lagerfeuer. Okay, wie komme ich jetzt hier runter? Huh. Okay. Ganz einfach. So. So, das nehme ich definitiv mit. Und dann sage ich schnell rein. Nicht schnell speichern. Ich muss eh wieder hier runter. Hab ja noch genug Schnellreisepakete. Aber wenn ich den jetzt wirklich rausfordere, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ja, zumindest ist das Banditenlager jetzt weg. Aber ich will nicht Häuptling von den Banuk werden. Das Nora-Beschützerin-Outfit. Okay, fordere Aratak heraus. Okay. Aratak unbedingt seinen Kreuzzug führen will. Mein Volk erzählt sich über deine Taten viele Geschichten. Du scheinst besonderes Interesse an unserem Flechtenschnee zu haben, Fremde. Ja. Und scheinbar werde ich auch nur so alles davon sehen können. Du forderst mich? Für den Verak. Du? Ha! Das ist wohl ein Witz. Es ist kein Witz, Aratak. Ich verstehe. Sie handelt als deine Hand. Und mit deiner Unterstützung bin ich gezwungen anzunehmen. Du enttäuschst mich sehr, Schwester. Du hast mich vom Donnerkampf ferngehalten, Bruder. Bruder und Schwester, das ist etwas komplizierter, als ich dachte. Nein, ganz einfach. Du triffst mich bei den Frostfingern. Dann bereite ich diesem Hohn ein Ende. Ich schulde dir wohl eine Erklärung. Ja. Ich glaube, das tust du. Warum hast du nicht erzählt, dass du Arataks Schwester bist? Ich dachte, das wäre nicht nötig. Dass Aratak es einer Fremden gegenüber erwähnt hat. Er muss sehr wütend sein. Ich komme nicht so gut zurecht mit Menschen. Ich bevorzuge eher Geisterstimmen. Oder mich selbst. Ich wollte nicht, dass du unsere Reise als irgendeine Art Familienzank siehst. Sie ist viel bedeutender als das. Mutig, das muss ich dir lassen. Den eigenen Bruder anfechten. Er gab mir keine Wahl. Er denkt, ich bin ein Kind, das bei der Jagd abgeschoben wird. Er würde mir mein Schicksal verwehren. Und dennoch wusste ein Teil von mir, dass er mir vergeben würde. Am Ende. Das tut er immer. Familiendrama beiseite. Wie soll diese Herausforderung aussehen? Du und Aratak werden Maschinen bei den Frostfingern jagen. Der Schnellste wird der Sieger sein. Es wird nicht einfach.
Nichts hieran war es bisher. Wenn wir uns am Startpunkt treffen, erzähle ich mehr. Am Fuß der Hügel ist es einfacher zu erklären. Urea, es ist egal, wer mit wem verwandt ist. Ich will wissen, was im Donnerkamm ist. Die Stimme, der Dämon und wie alles mit den Maschinen zusammenhängt. Aber wenn wir das durchziehen wollen, musst du ehrlich zu mir sein. Ich habe dich unterschätzt. Und Aratak. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Wir sehen uns bei den Frostfingern. Dann riskiere ich mal mein Leben, um eine Banuk-Jagdgruppe anzuführen. Das wollte ich schon immer. Frostfinger, ich komme. Geh zu den Frostfingern. Na dann, wollen wir mal... Wollen wir dem Kollegen mal herausfordern, oder? Bleibt mir ja wohl nichts anderes über. Vielleicht sollte ich auch noch ein paar Materialien sammeln. Vielleicht sollte ich auch noch ein paar Materialien sammeln. Okay, wie weit ist der Weg? Ja, wir kommen immer näher. Der ist schon mal weg gewesen. Brandkill. Ich habe noch einen Weg vor uns. So. Okay, die Frostfinger sollten dort oben sein. Ja, dann wollen wir da mal hingehen. Der Langhals stapft hier auch noch ein bisschen rum. Ich habe noch einen kleinen Weg. Naja, dann wollen wir mal. Die Frostfinger. Aratak und Urea müssen hier sein. Oder auch nicht. Doch, da sind sie. Okay. Tja. Dann geht's los. Fremde! Ich bestritt viele solcher Herausforderungen ohne Furcht. Aber diese ist töricht. Du bist keine Banuk. Du begreifst nicht, welche Verantwortung ich habe. Ich bitte dich. Von Jäger zu Jäger. Tu's nicht. Aratak, lässt du uns zum Donnerkamm gehen? Du hast nicht gesehen, was dort ist, Fremde. Ich riskiere nicht noch einmal das Leben meiner Schwester. Dann sollten wir weitermachen. So sei es. Ich begrabe deinen dreisten Anspruch in der eisigen Erde. Es reicht! Fangen wir an! Zu jagen! Zu streben! Dies ist der Weg der Banuk und des Kampfes, der vor euch liegt. Du erkletterst die Frostfinger von Osten, Aratak von Westen. Beide Pfade führen durch die tödlichen Maschinen. Jäger des Veraks stehen am Weg entlang bereit. Sie werden euch rufen und Maschinen zum Erlegen zuweisen. Eure Jagd führt euch um den Berg herum zum Zentrum. Und dann ins Tal, wo ihr eure finale Beute erlegt. Immer dann, wenn eure Beute erlegt ist, müsst ihr ein solches Signal senden, damit alle euren Fortschritt sehen. Maschinen töten, Ballons senden. Okay. Also, wer den dritten Ballon zuerst steigen lässt, siegt? Nun, ja. Aber für dich wird der Weg zum Sieg schwieriger.
kommt nur eins deiner Signale später als Arataks. Siegt er. Du hattest eine Chance, Fremde. Du ebenfalls. Die Jagd beginnt auf mein Zeichen. Dann wollen wir mal. Los! Gut. Auf geht's. Ich muss auf diesen Berg. Auf geht's. Es gibt mehrere Wege nach oben. Die Felsmalereien weisen den Weg. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, dann mal hoch. Weiter geht's. Oh, ich hoffe doch mal, dass wir das hinkriegen, ey. Alles, was mit Zeit zu tun hat, ist natürlich nicht so berauschend, ne? Komm schon, Aloy, die Zeit läuft. Meine Güte. Warum springst du da nicht drauf? Was soll denn das? Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Das schaffe ich nie im Leben. Also gut, Jägerin. Du musst die Herde dort ausschalten. Jede Maschine. Okay, das schaffe ich. Okay. Komm schon. Da kommt eine Walter für dich. Komm hoch und auf zum Ballon. Okay. Haben wir das erste geschafft? Stufe 44 erreicht. Okay, dann mal los. Jetzt klettere hoch und starte den Ballon. Okay. Dann wollen wir mal. Aratak weiß, was er tut. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Abseilstelle zur nächsten Prüfung. Okay, ich beeile mich. Zwei Brüllrücken voraus, Jägerin. Hol sie dir. Ignoriere die anderen Maschinen. Okay, Brüllrücken, was sind. Brüllrücken, kommt sofort. Was sind Brüllrücken? Brüllrücken. Sind das die Viecher? Eisbrüllrücken, ja. Okay. Scheiße.
Ach, Mann. Okay, und du? Was steigt? Lass den Ballon steigen. Wo finde ich denn jetzt den Ballon? Wo ist dieser Ballon? Okay. Der ist dort drüben. Also ganz schnell hier hoch. Und der nächste. Ich liege nur ganz knapp vorn. Ich muss weiter. Das wird echt heftig, oh mein Gott. Jetzt nimm die Seilrutsche und begib dich hinunter ins Tal. Ja, ja, mach ich doch. Meine Güte. Der Sturm wird schlimmer. Ich sehe nichts. Komm schon, Eloy, Eloy. Abseilen und nach unten. Hast geschafft. Okay, zum letzten Wettkampf. Okay, auf geht's runter. Was muss ich jetzt machen? Etwas stimmt nicht. Sie sollten hier sein. Die letzte Beute hertreiben. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, zwei von den Viechern? Echt jetzt? Das wird heftig. Drei, ja? Komm schon, den Enhammer Blatt. Okay, das ist schon mal sehr gut. Okay, das ist der zweite. Komm schon. Okay. Vielleicht soll ich... Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich habe gedacht, der zerreißt mich. Okay. Puh. Drei von diesen Viechern erledigt. Und wer hat jetzt gewonnen? Das ist die Frage. Es stimmt also. Frostclown vom Donnerkamm. Der Angriff hat den Wettkampf gestört. Deswegen kann es kein Ergebnis geben. Er ist ungültig. Ihr habt sie doch gesehen. Sie besiegte die Maschinen. Nicht ich. Es steht fest. Sie ist die bessere Jägerin.
Wir sind Banuk. Überleben, siegen. Was sonst zählt. Mein Blut in deinen Zähnen. Bei der Jagd lasse ich dir den Vortritt. Es dürfen keine Jäger mehr auf den Donnerkamm. Hinaufgehen dürfen nur der Häuptling. Und ich. Es steht mir nicht zu, doch ich habe einen Wunsch. Dich zu begleiten und meine Schwester. Wir erfüllen ihn dir. Aber nur dann, wenn du mir gehorchst. Nein. Nur wenn du mir gehorchst. Der Donnerkamm wartet. Am Fuß ist ein Lager, es heißt Langkerbe. Triff uns da, wenn du bereit bist. Häuptling. Wow. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie ein neues Outfit. Und eine Waffe wie Aratax. Der Häuptling bekommt die Häuptlingsausrüstung. Auf zur Langkerbe. Jetzt trennt mich nichts mehr vom Donnerkamm. Sehr, sehr geil. Okay, wir haben auf jeden Fall erstmal ein paar Fähigkeiten. Niederschlag, Dreifachschuss nehme ich auf jeden Fall mit. Dann sind meine Fähigkeiten aufgebraucht. Dann haben wir hier was. Inventar ist voll. Kann ich nicht mitnehmen und den Stein kann ich auch nicht mitnehmen. Oh mein Gott, das sieht ja cool aus. Warte mal, das habe ich jetzt gerade. Ich werde mal das anziehen. Und auch modifizieren. Das sieht cool aus. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Dahin. Okay, und ich habe hier aber irgendwo noch ein paar Ausrufezeichen gesehen. Irgendwo haben wir nämlich noch ein paar Nebenquests. Und zwar hier unten. Ja, deswegen reise ich dahin. Werde ein paar Sachen verkaufen bei einem Händler und dann machen wir in der nächsten Folge vielleicht die Nebenquest, die hier ist. Wir sollen nur noch Pigmente finden, die ich keine Ahnung habe, wo die sind. Früher wurden die Banuk in Ketten nach Meridian geschleift. Heute leben Banuk und Okay, Firebreak. Stufe 50 wird da vorausgesetzt. Alles klar, ich muss also noch ein bisschen was machen. Okay, Banuk Eisdorn. Okay, entfesselt auf kurze Distanz einen mächtigen Eiswurf. Stolperfalle ersetzen. Okay. Das sind die Dinger, okay. Bam, 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 bam. Herstellen. Okay, was kann man denn hier reinpacken? Nahkampfschutz. 10% Eisschutz, Schockschutz. Oh, auf jeden Fall Eisschutz hier drin. Fernangriffsschutz. Nahkampfschutz, Schockschutz brauche ich glaube ich nicht so sehr, aber ich setze das trotzdem mal hier rein. Okay, Aufträge. Geteilte Geheimnisse haben wir hier noch. Inakut hat also einen Katja umgebracht, was? Also hier ist auf jeden Fall noch ein Ausrufezeichen, das müssen wir auf jeden Fall noch annehmen. Dann würde ich mal gucken, wo hier vielleicht irgendwo noch ein Händler ist oder so, dass ich irgendwas verkaufen kann.
Hier ist ein Händler. Und zwei Ausrufezeichen. Okay, ich gehe erstmal zu dem Händler und verkaufe einiges. Und dann nehmen wir die zwei Ausrufezeichen hier noch mit. Und dann gucken wir mal, dass man vielleicht noch ein bisschen ab Stufe 50 geht das erst. Okay, verkaufen. Momentchen mal. Verkaufen, mehrere verkaufen. Okay. Okay, habe ich auch noch viele mit. Mehrere verkaufen. Okay, Waffen jetzt nicht unbedingt verkaufen. Modifikation auch nicht. Heiltränke brauche ich auch nicht. Rohstoffe habe ich so viel noch. Ist mein Inventar wahrscheinlich bisschen aufgebraucht. Ich könnte natürlich schauen, ob ich hier vielleicht Outfits kaufen kann. Eisjägerin Meister, das sieht natürlich cool aus hier, oder? Das drei Ausrüsten, ja. Okay, das sieht natürlich cool aus. Muss ich hier noch ein bisschen was draufpacken? Nun kann ich das jetzt nicht modifizieren? Gute Frage. Inventar herstellen, Moment. So, gucken wir mal. Mal das rein. Mal Eisschutz rein. Und Nahkampfschutz noch. Okay, jetzt speichere ich nochmal und dann müssten wir die Ausrufezeichen im nächsten Part machen. Erfolgreiche Jagd, Fremde. Sehe ich auch so. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ist eine etwas längere Folge. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.